Hallo, ich bin Fabroni und Sie sehen mich hier in Suns Auto. Und mich, Sif. Ich wurde gerade besucht von Suns. Und jetzt gehen wir kurz smashen. Oh, hallo, Suns. Du bist ja auch noch da. Die muss man am Kopf hauen, du. Chorus, wir sind auf dem Weg. Wir suchen dich, wir finden dich und wir essen mit dir bei McDonald's. Und zwar ohne Mayo. Be prepared. Was ist eigentlich so mit Chorus, du und Musk? Ja. Seit wann kennt ihr euch? Oh, das ist eine interessante Geschichte. Das fing natürlich mit dem Forum an, natürlich, klar. Und angefangen hat das konkret mit dem Mini-Franken-Raid in Nürnberg. Am 25. Februar 2012 war das. Und das war zu den Zeiten eines der größten Treffen Süddeutschlands. Da wollten wir hin. Und ich weiß noch, dass ich eben einen Mitfahrer oder besser gesagt einen Fahrer gebraucht habe. Und Chorus hat sich da, glaube ich, gemeldet. Und so kam es dann auch, dass wir eben gemeinsam zum Mini-Frankreich gefahren sind. Da haben wir uns kennengelernt. Und klar, es hat gepasst, weil wir wohnen alle nacheinander. Wo sind hier Kinder, bitteschön? Hier, da und hier siehst du da die. Das sind die Kinder. Genau. Das sind aber erwachsene Kinder. Ja, auch Kinder werden irgendwann mal erwachsen. Die werden so schnell erwachsen hier, die Kinder. Da haben die noch gespielt, wegen das Schild und hier trinken sie schon Bier. Chorus, bleib auf. Fabroni, bleib auf dem Punkt. Auf dem Punkt. Ja, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Lachen. Fabroni, hör auf. Ja? Oh, hier ein Messer, da ein Messer, fertig ist der Menschenfresser. Ja, soll ich weiter erzählen? Das ist ja nichts Spannendes. Ist das eigentlich normal immer so, oder? Ich? Das ja. Ja, könnte ich dich fragen, Zund. Und das weißt du auch. Das Wie? Tue ich später. Bist du angeschnallt? Ja. Alter, na gut, bist du. Meinst du, ich lüge dich an, oder was? Weiß nicht. Aber als wir vor Steve da als Tür standen, da habe ich echt gedacht, wir wären der Schläger. Ja, der war aber überrascht. Ja. Mann, hat er geguckt. Na? Das hat er in seinen Träumen nicht geglaubt, dass sowas passiert. Jetzt haben wir ihn tatsächlich beim Smashen gestört. Smashen? Wow. Erklär mal, was Smashen ist. Ah, das verstehst du nicht, das ist so dieser Brownie-Jargon hier in Süddeutschland. Und zwar, wenn man von Smashen spricht, dann meint man eigentlich nichts anderes als Zocken von Super Smash Brothers und hier werden Turniere veranstaltet. Nur mit diesem Spiel und was du vielleicht auch nicht weißt, Sliff ist tatsächlich ein alter Smash-Meister. Er hat den Smash-Titel zweimal gewonnen. Diese Titel werden auch hier in der Nähe von Oberheit auch immer veranstaltet, beziehungsweise die Wettbewerbe, wo man diesen Titel erhalten kann. Mehr Informationen findest du auf www.bronies.de. Hi, wer bist denn du? Chrome, nein, das ist Chrome. Und? Ja, ich bin das letzte Mal hier auf dem Sub-Bronies-Treffen, weil ich ziehe um nach Stuttgart. Uha! Ja, ja. Aus dem Kaff in die Großstadt. Wer bist du? Shadow Ene. Und? Gut, selbst. Du bist ein Brony geworden. Ich bin Brony geworden. Ja. Durch Mr. Marcel 2605. Noch ein paar englische Videos geguckt. Und dann bin ich ja mal auf Bronys.de gekommen. Seit der Zeit tue ich dort rum. Flames im Forum. Du bist ja keine Leute in Flames. Ja, genau der. Und wie bist du ein Brony geworden? Auch was zu trinken. Gute Frage. Internet, würde ich sagen. Ich habe Ponys im Internet gesehen und dachte, what the fuck? Und irgendwann habe ich sie im Fernsehen gesehen und dachte, gar nicht mal so schlecht. Und habe mir dann so ziemlich die erste komplette Staffel angeschaut und die zweite. Und jetzt bin ich Brony. Welchen Nickname hast du? Wo ist sie? Innocentia. Und wie bist du zum Brony geworden? Durch einen Kumpel. Nickname! Thorn. Wie bist du zum Brony geworden? Hä? Wie bist du zum Brony geworden? Mein bester Freund Knight
hat mich drauf gebracht. Hä? Und wer hat dir das T-Shirt gemacht? Das habe ich aus Amerika bestellt, die Velofrei. Ja. Filmst du mich? Nein. Also, welche Partei ist die beste Partei? Sage ich nicht, alles entscheidend. Ihn auch an, ne? Ich wohne eineinhalb Stunden, von hier weg. Dass es Apfelkuchen und Apfelchen gibt. Und dass ich nicht hier war. Er hat die ganze Zeit geglaubt, dass das seine Partei ist. Ja, nee. Tja, ja, so kommt man. Ja, er hat gerade die ganze Zeit dieses Haus in den Wochen. Reuti! Verdammt! Das Kugel ist nicht mehr in den WLAN. Das haut mir hier die ganze Zeit raus. Reuti! Das zeigst du mal kurz an, dass es lädt. Oh, das ist komisch. Psycho, jetzt hat er den ganzen Mehl. Wie war für dich? JJ, ja, was spielt ihr? Was spielt ihr? Genau.